Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, willkommen zurück zu Conan Exiles. Da vorne läuft die Mathilde. Salut. Wie immer vor. Diesmal ohne Tier, mein Bodycount ist zurzeit ein bisschen hoch. Ja. Reicht ja schon, dass die Welt schon keinen Rambo mehr hat. Aber nach 5 Filmen reicht es auch mal hin. Hätten auch nach dem ersten aufhören können, der erste war super. Ja, es tut mir auch leid, dass ich so herzlos Rambo in den Tod gezogen habe. Das war irgendwie letztes Mal bei der letzten Aufnahme mit diesem Serverabsturz. Dann bin ich wieder gespawnt. Ihr habt es ja gesehen, ich war direkt im Kampf und. Große Skorpion, ne? Nee, da war ich. Und hatte irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, dass Rambo ja eigentlich schon fast tot. Ja, und ich glaube, Ophisat. Ja, Ophisat. Ophisat hat nochmal darauf angesprochen, dass wir mal beim Server einschalten und abschalten mal darauf achten sollen, wie Oh, guck mal, da ist ein Geist. Wie der Stand der Säuberung ist. Wir lassen den jetzt einfach mal so einen Tag durchlaufen und gucken, ob sich da was ändert. Der Geist greift an. Du bist es ein Leuchten oder ein leuchtender Skelett? Alter! Bist du für den Horst? Es kann nur ein Horst geben. Ich brauche erstmal eine Fettraufe. Ich werde ich abschlachten mit dem Hackebeil. Schön Rüstungszeug drin machen hier. Zack. Ich habe ein Häutemesser. Darf ich mal häuten? Achso. Nimm nur die Sachen raus. Der hat ein Geweih oder sowas Tolles. Eine Farnier-Fellkappe. Schick, schick. Na dann. Hexenpulver. Cool. Ich habe aber nur 2 rausgekriegt. Hi. Cool, was man damit machen kann, weiß ich nicht. Wir wollten hier auch gar nicht lang. Wir wollten eigentlich in dieses andere Dorf hier hinten. Also wir wollten schon hier lang. Wir wollten eigentlich ein bisschen hier abkürzen, weil wir wollten Richtung Sepermu. Da ist noch so einer. Den möchte ich dann mal mit dem Hackebeil. Ja, mach mal, mit dem Hackebeil. Warte, ich nehme das schon mal ins Blut. Ich nehme aber meine Zweihandwaffe. Ja. Damit du mit deinem Schwert dachten besser uns, durchkommst. Wir kürzen hier einfach ab, weil wir dann nochmal gucken wollten, wo der Obelisk ist, unter unserem Zwischen. Außenposten. Ja. Ah, wenn der einen trifft, der hat das zu. Das ist cool. Er leuchtet irgendwie so ganz cool. Na, daneben. Schön rüstungsdurchdringend, kleine Sackratte. Alter, muss man aber auch schon draufknüppeln auf den Typen. Ich bin froh, dass die auch nur einzeln sind. Keine Ausdauer mehr, aber der hat Metall. Super. Ja, der hat Stahlbarren dabei. Das ist echt das cool. Das ist praktisch. Was unpraktisch ist. Ich habe nur verdorbenes Fleisch. Was ich gerade sehe, ja klar. Dadurch geht auch unsere. Was macht der denn da hinten? Ja. Ach, hier ist ein Skelett. Das ist ein Skelett, ich sehe gar nichts. Ja, mach mal hier ein bisschen die Büsche weg. Ist tot. Supi-dupi. Los, ein Totenkopf. Ach, verdammt. Aus den Totenköpfen die ruhig mitnehmen, weil da können wir dann Skelette irgendwann wieder erwecken. Oder ist noch ein Skelett. Ja, oder so tolle Sachen bauen. Also ich würde demnächst rauslaufen. Ja. Weil auf noch mehr Verderbnis habe ich keinen Bock. Ich laufe an dir vorbei. Hier irgendwo links gibt es doch bestimmt einen Ausgang. Na gut, dann laufe ich auch. Ah! Ja, wir müssen noch ein bisschen mehr geradeaus. Links und da, wir werden verfolgt von diesen glitzernden Toten, meine Herren. Ah! Ich weiß. Jetzt habe ich das gar nicht. Ich laufe hier jetzt einfach lang, bis ich hier irgendwann links einen Ausgang sehe. Ich auch. Und ich laufe ganz schnell, weil hier sind noch zwei Leute. Oh, die haben aber zwei Handwaffen.
Deswegen laufe ich auch schnell weiter. Das war eine schlechte Idee, hier abzukürzen. Schlecht ist die erst, wenn wir tot sind. Hier sieht's aber nach Ausgang aus. Ja, das ist sogar der, den wir nehmen wollten. Das ist sogar ein guter Ausgang. Ich hoffe nur, die haben gleich keinen Bock mehr und verlieren die Motivation. Also ich habe schon keine Verfolgungslust mehr. Doch. Horst hat noch einen hinter sich. Na, okay. Wohl den einen könnte man noch hinkriegen, ne? Wollen wir? Ach komm, was soll's. Du greifst nicht meinen Horst an. Drecksack. Nein, weg. Den lassen wir mal weg. Jetzt weiß ich, warum der eine Zweihandwaffe hat. Weil er groß und stark ist. Horst, komm, wir müssen weg. Horst, wir werden nur verfolgt. Mal gleich irgendwo hochklettern. Ja, ich glaube, gleich haben wir's. Musik habe ich nicht mehr, ich glaube, der ist weg. Ja, der läuft euch nicht mehr hinterher. Mann, oh Mann. So, da scheint irgendwas Interessantes zu sein. Ja, warte, ich muss erstmal was essen hier. Renn nicht weiter, lass erstmal heilen. Okay. Ich trinke einen Schluck. Gluck. Ich glaube, da ist die Stadt schon. So, jetzt können wir gerne weitermachen. Die waren freundlich, hast du gesagt, ne? Oder irgendwer. Wo wurde uns gesagt? Mal gucken, ob das stimmt. Da ist ein Nashorn. Sieht aber auch schick aus. Noch ein Nashorn. Der blauen Schrift. Da oben müsste mein Schlangentempel sein. Das sieht gerade so flach aus, da oben. Das könnten unsere Untertanen sein. Stein haben wir genug, aber ein bisschen Holz ist ja Mangelware. Mhm. Wohl, da hinten gibt es auch was. Ein bisschen Holz ist, ja, nicht immer das. Ich finde es hier eigentlich schick. Auf jeden Fall Waffen weg, ne? Wir wollen einen guten Eindruck machen. Oh, weißt du was, dann nehme ich mal meinen Helm. Sehe ich gleich viel freundlicher. Oh ja, aus. Warte mal. Ich bin jetzt nicht mehr He-Man, ich bin jetzt Prince Adam. Prince. Hallo? Kann ich mit dir reden? Nein. Du willst doch mein Sklave sein. Ah, erstmal noch nicht. Hallo? Wer seid ihr so? Oh, da ist ein Conan. Ein Zuchtmeister-Lehrling. Oh, ein Zuchtmeister. Ja, erstmal schauen wir uns hier nicht um. Wir wollen hier erstmal noch nicht Stress schieben, okay? Hallo. Möchtest du mein Zuchtmeister werden? Erstmal ist es noch ehrlich. Hallo. Das ist eigentlich ganz cool, dass es auch mal eine Stadt gibt, wo man nicht jetzt kämpfen muss. Ja. Oh, guck mal. Ach, das ist. Wenn ja man nett. Hier noch Quests bekommen würde, dann wäre es ja schon ein richtiges klassisches Rollenspiel. So von den NPCs. Hol mir 10 Köpfe von einer Fledermaus oder so. Aha. Was macht der da? Oh, da ist so eine richtige Festung. Was macht der da? Hey, ich versuche unsichtbar die Tür zu reparieren. Aber Rüstungsmacher 3. Südsee entdeckt. Oh, hier will ich wohnen. Ja, ne? Finde ich auch nett. Das sieht ja... Ich weiß nicht mehr, was ich bauen soll, aber... Alchemist Stufe 2, das ist ja hier ein Einkaufsland. Ich wüsste gerne, wo die Säule ist. Wirklich schick. Ist wirklich nett, ja. Gefällt mir. Ja, zu diesem tristen Alltag, den wir sonst bei uns in der Gegend haben, ist das hier echt mal was anderes. Dann drück sie auch noch nach oben, ne? Ah, hier ist ein Buch. Eine Tagebuchseite. Eines Söldners. Und da scheint es wieder rauszugehen. Okay, ist nicht so wie bei Assassin's Creed, dass überall was rumliegt.
oben ist ein Rufhorn. Du wirst angegriffen. Oh. Ja, hier sind Herumtreiber. Oh, das sind Herzen. Alter, das sind ganz viele. Ich kletter jetzt da hoch, ey. Das sind ganz gute Herumtreiber. Ah! Ah, Hilfe! Aua! 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 Ich bin tot! Nur weil du schreist, kann ich nicht klettern. Ich bin mutig! Und spring ins Wasser. Komm, Horst, und folge mir. So, ich hol's euch. Ach, scheiße, ich muss mich heilen. Ich wage es einfach, mich auch zu machen. Ich bin mutig. Nicht durch die... Ach, das ist auch ein Banditenanführer hier. Okay, komm, ich hau ab. Hier, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Da werden wir angegriffen. Hallo, hallo. Ich trabe keine Waffe. Ich bin ganz zahm. Ich sehe Geister. Tanzen oder so. Keine Ahnung. Schlangentanz gelernt. Das ist doch fantastisch. Das ist schön für dich. Ja, das glaube ich auch. Die verfolgen uns, Horst. Ich habe Angst, wenn ich jetzt da die Waffe zücke, dass dann andere auch angreifen. Ey, da macht man Horst tot. Nee, das ist... ich bin weg. Ich bin jetzt einfach mutig. So. Ist Horst auch da? War knapp, Junge. Hast dich aber gut geschlagen. Guter Mann. Eisen haben wir auch hier. Den Zuchtmeister ranzukommen, wird, glaube ich, nicht einfach. Ich fände es erstmal schön zu wissen, wo die Dings sind. 1, 2, 3, 4. Den Obelisk? Mhm. Ja. Ach, hier gibt's Skorpione. Ist ja doof. Weil das ging ja, glaube ich, dann noch weiter, ne? Ja, du hast mehr von der Stadt gesehen als ich. Ja, weil ich denselben Weg wieder rausgelaufen bin. Weil so ein paar Idioten mich angegriffen haben. Ey, wer bist denn du? Du gehst ja. Und bist ein Kämpfer. Kannst ja sonst so ein bisschen um die Stadt rumlaufen. Habe ich ja gerade, mache ich doch gerade. Ach so, ja, das weiß ich doch nicht. Ein Schlangentempel! Kannst du das dann lernen? Oh, ich kann eine Truhe öffnen. Und dann nehme ich auch einfach Reliquienhemd. Was ist, wenn ich das nehme? Ist es nicht gestohlen? Okay. Ich muss auch beten. Kannst du da vielleicht die Seetreligion lernen? Hey, willkommen im Club, Jungs. Eure Helme sehen aber cool aus, meine sind so weiß. Oh, Seepriester. Du hast einen auch tollen Helm. Ach, darf ich davor... Oh, interagieren, ich darf interagieren. Was kann ich machen? Kann ich auch beten? Verehren. Bei Jog. Nee, das machen wir nicht. Ich bete stehend. Horst, du kannst mal ruhig mitbeten. So, ich stehe jetzt vor der Entscheidung, wage ich es durch die Stadt zu laufen oder laufe ich außen rum? Lauf außen rum.
Was passiert, wenn ich den Tempel verehre, aber eher Jog anbete? Weiß es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die anderen Priester mich angreifen. Aber machen die irgendwie nicht. Die Seetpriester sind ganz nett. Tänzer, der nicht tanzt. Die haben hier echt alles. Also die Hyänen sind ganz schön hartnäckig. Oh, ich habe Algas Aussichtspunkt entdeckt. Ich habe das Ufer entdeckt. Das ist schön und diese Hyänen nerven mich. Ach, du bist da hinten. Ah, jetzt wäre es so toll, wenn man mit denen ganz toll interagieren könnte. Ein Schmied. Zwei. Schreit denn da so laut? Oh, hehe, da komme ich nicht. Grüne leuchtende Wand macht tot. Hast du ja einmal sehr schön ausprobiert. Ja. Eine Wächterin ohne Oberteil. Ja, die habe ich vorhin, die hatte ich auch gesehen. Die drückt so ihre Titten nach oben. Ja. Hier, guck mal, was ich hab. Möpse? Ja, ich kann das auch. Ich kann das auch. Guck mal, was ich hier hab. Schön hinter. Präsentierst du der Barbusi-Tussi jetzt ernsthaft deinen Schwanz? Ja, wenn die mir ihre anderen Sachen da präsentiert. Was erfahren wir davon? Interaktion mit den NPC. Ich weiß nicht, ob Sex hier möglich ist. Nee, das nicht. Wir werden Eisenbrecher grad. Nee, im Kommentar wäre ja auch schon was. Pack den wieder ein oder sowas. Oh, das ist noch ein hoher Baum. Da ist auch ein Tor oder so. Ach, das ist dann wieder diese Festung. Ja, schick hier. Also Eisen gibt es ja auch überall eigentlich. An jeder Ecke. Eisenstein. Vielleicht können wir uns ja zusammentun, wenn ich wieder in der Stadt bin, dass du die Raufbolde weglockst, dann kann ich an meine Sachen kommen. Na, das können wir so machen. Hier in der Ecke gibt es auch Bäume. War ja nicht mal irgendwas von so einem Schwefelsee oder so gesprochen? Ja, der ist noch weiter im Norden. Oh, du dreckiges Kudu. Boah, jetzt muss ich dich schlachten, obwohl ich keinen Bock habe. Horst, du musst nicht alles an... Horst, du kannst auch andere Waffen nehmen. Ah, da ist ein Leuchtegeist. Hier, Horst. Also Steine sind hier wirklich, wirklich viele. Ja, ja, also die Grundmaterialien wären ja hier, ne? Hier hinten so eigentlich schön flach. Hier könnte man eigentlich auch noch so dran bauen. Also das gefällt mir richtig gut. So, ich sehe jetzt auch die Stadt. Wer liegt an? Langsam. Ja, warte ganz kurz. Ja, ja, ich komme gleich. Hm, hier gibt es Bäume. Aber ich komme jetzt in die Stadt rein. Langsam. Oder da oben. Hallo, ich bin nackt. Nicht wundern. Ich bin harmlos. Ja, dann renne ich jetzt auch mal auf die andere Seite. Sehe ich auch deine Leiche? Nee, ne? Nee, du siehst nur mich. Oh, die tanzt. So, ich hoffe, ich finde die jetzt auch wieder.
versuche einfach den Weg nachzugehen, den ich vorhin gegangen bin. Oh, 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 ah! Nein, geh weg! Ich bin nackt, ich bin harmlos, lass mich in Ruhe. Ich jetzt mal in diesem wunderschönen See einmal baden. Ein halbes Jahr quasi vor mir. Oh, noch mit diesem mache ich jetzt Platz. Ach, da bist du. Ah, Mist, da kommt wieder der andere Boss. Das war hier irgendwo. Ich wollte hier nicht mit so hoch. Das gibt's doch nicht. Ich hab ihn schon fast gekillt. Da. Verdammt, weg. Ah, nicht hoch. Nicht doch mal! Also, ich gehe da nicht lang. Das ist irgendwie doof. Ist okay, ich versuche gerade durch den See zu flüchten. Ich hab meine Sachen. Ah, ich hab die immer noch an der Backe. Dass man die auch nicht los wird, aber ja. Also ich bin jetzt durch den See geschwommen, ich bin sie losgeworden. Ja, ich hab das auch vor. Ich muss nur gucken, dass Horst mitkommt. Horst! Puh, so. Aufregend. Ja, dann lass uns mal irgendwie sammeln. Ja. Bist du irgendwie am anderen? Ja. Ich bewege mich mal in deine Richtung. Nee, mach das nicht. Hier sind ja die Banditenidioten dazwischen. Zwischen uns. Wenn, lass uns mal. Ich gehe ja nicht bei den Banditen lang. Außenrum wäre besser. Ja, aber so grob in deine Richtung. Oh, ich habe die Westmauer entdeckt. Das ist ein Bogenschießplatz. Hallo, ich hoffe, ihr seid nett. Verdammt, jetzt gehst du da lang. Ja, ich hab doch gesagt, ich gehe so in deine Richtung. Ja, aber natürlich wieder querfeldein. Du gehst genau dahin, wo die Banditen sind. Die mich gerade verfolgt haben und fast getötet haben. Geh jetzt aus der Stadt raus. Ja, dann muss ich wieder hier hoch. Ich laufe jetzt an der Außenmauer lang. Sozusagen. Dann müssen wir uns ja gleich sehen. Du bist nicht gerade vom Skorpion angegriffen. Nein. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Hallo Heinrich. Wollen wir mal gucken, ob wir den Skorpion da kriegen? Okay. Immer wissen, wie der so stark ist. Warte, dann fange ich. Ja, schieß mal. Fang mal an. Warte mal, wo sind meine Pfeile? Hier sind. Ich habe keine Pfeile. Ich kann nicht schießen. Ja, gut. Haben wir das auch geklärt? Ah, machbar. Ups. Jetzt greift er uns an. Na gut. Aua.
jetzt greift der andere nicht, weil er eine Superattacke machen will. Du Idiot, bleib doch mal stehen. Schon mal was essen. Willst du segnen oder darf ich heute? Heute du mal, ich hacke den Skorpion klein. Ich meine Herz. Wildfleisch und Sekret. Ja, nett hier eigentlich, ne? Aber die menschlichen Gegner sind doch stärker als ich erwartet. Achso, hier wird wahrscheinlich der Säuresee sein, hier oben rechts. Auf ja, der da, Karte. Genau. Aber da unten scheint auch irgendwie so ein kleiner See zu sein. Ach, das ist der See in der Stadt, okay. Da unten geht's auf jeden Fall runter. Ganz viele Meter. Und ein Nashorn hat da uns gesehen. Ah ne, kämpft gegen Menschen. Ach, hier kann man geradewegs runter. Hier ist so eine Art Gang. Warte, ich muss in eine andere Richtung als ich. Hm? Ist in eine andere Richtung gegangen. Das Nashorn hat mich, glaube ich, gerade gesehen. Ah, hier ist auch ein Skorpion, du kleines Arschloch. Und ein großes Arschloch. Ist aber kein Babyskorpion. Wow. Ne? Ich glaube, das ist ein Babyskorpion, den kannst du bestimmt mitnehmen. Habe ich gerade versucht, ging irgendwie nicht. Ah! Was ist das denn jetzt? Was habt ihr jetzt gemacht? Der erste Nashorn hat mich runtergeschoben. Ah! Nashorn und Skorpion. Und ich bin schon wieder tot. Nashorn und Skorpion. Das leckt mich doch am Arsch. Ja, ich glaube. Wir machen einen taktischen Rückzug, Horst. Ja, toll. Ich muss mich wieder auf den Weg machen. Sorry, ich war halt schon verletzt und dann schubst mich das scheiß Nashorn da runter und ja. Ja gut, war's. Wir legen uns hier erstmal nicht mit irgendwen an. Ich glaube, wir sind für die Ecke noch nicht so ganz bereit. Habe ich so die Vermutung. Ich denke, das ist schon machbar. Wir müssen halt nur ein bisschen vorsichtiger sein. Wir sind es halt gewohnt mittlerweile, dass wir so stark sind, dass uns nicht mehr so viel was anhaben kann. Wir müssen halt wieder ein bisschen vorsichtiger agieren. Das musst du mir nicht sagen. Mu. Ich glaube, das ist die Rache für Rambo. Nee. Wie nee? Was soll das denn heißen? Zu wenig. Bitte? Zu wenig, zu spät. Super. Na, bis du dann wieder hier bist, biete ich mir unseren Zuschauern. Action. Wie lange geht denn die Folge eigentlich schon? Sagt nee, ich will jetzt nicht nochmal eine kurze machen. Wir machen noch ein bisschen. Ich gehe nochmal zu diesem Ausguck da vorne. Genau, guck dich nochmal um. Bin wieder auf dem Weg. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass wir gesagt haben, dass wir die Aufnahme aus deiner Perspektive machen, nicht aus meiner. Ich bin hier die ganze Zeit nur nackt am Rumrennen. Ich sag dir, Carsten kriegt einen Herzinfarkt, wenn er das wieder sieht. Der fühlt hier immer mit, weil du dich nicht heilst. Und jetzt bist du schon zweimal gestorben in Folge. Und die Folge ist noch nicht zu Ende. Sieht aber auch geil aus hier. Also erstmal ist alles geil, was neu ist, aber... Da ist sogar eine richtige Spalte da. Und das scheint auch ein toller Stein zu sein. Und der Skorpion davor bedeutet bestimmt irgendwas.
Ah, ich habe einen Obelisk gefunden. Yeah! Obelisken-Power. Da gehe ich hin. Gut, dass du dich festgehalten hast. Das hätte sonst ein Todessturz nämlich sein können. Nein, gerade. Ich habe geübt. Und da ist noch was. Da ist noch eine Spalte. Noch mal ein Tor, meine ich. Was ist denn das? Ich muss erstmal zum Obelisken und dann... Auf jeden Fall, geh erstmal zum Obelisken. Den erlernen und dann gucken wir mal kurz da, was da ist. Weil dann können wir da auch sozusagen unsere Sachen... Das ist hier die... Also hier ist auch auf jeden Fall die Wald... Salzwüste, das ist ja... Das sieht ja cool aus. Warum ist man, sind wir so lange im Anfanggebiet geblieben? Das sieht doch scheiße aus da. So, Verderbnis hinzu. Ich habe irgendwas... Mein Armband hat irgendwas gemacht, keine Ahnung. Der Armband einstellen, das ist so, ich markiere dich als. Achso. Obelisk bereits eingestellt. Jetzt gucke ich da ganz kurz mal die Salzwüste. Das sind da Salzbäume. Cool. Ich will mal so einen Baum abhacken. Kriege ich bestimmt Salz raus. Wehe, wenn nicht. Fein zu Glück dann. Ja, dann weine ich. Zerschmetterte Quellen. Nee, gibt Holz und Rinde. Okay. Okay, aber dann haben wir auf jeden Fall Holz bei uns in der Nähe. Das aber dann gibt's... Die Salzbrocken geben mir doch Salz, oder? Nee, geben Stein. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich versuche jetzt diesmal ein bisschen die Hyänen zu umgehen. Die sind einfach nervig. Sieht aber gut aus. Oh, hier ist ein Lager. Okay, okay. Gibt er mir hier irgendwas, wenn ich hier so ganz mutig... Flusswachtlager. Oh, laufen wir mal schnell weiter. Ah, mein Mund ist schon ganz salzig. Ich bin mal hier, ich renne mal hier weg. Das Essen muss ich auch noch. Ja, ich habe hier noch ein Lager entdeckt. Ich bin jetzt mal durchgelaufen, um es zu markieren. Da haben auch ein paar Geister getanzt. Also scheint noch irgendwas zu sein. Naja, kann man bestimmt wieder was erlernen. Ja, ja. Also wir das reißen diese so Folge nichts, aber wir kundschaften ja schon ganz schön aus. Ja, ja. Ach, wieder so eine dumme Hühner. Sind das Menschen oder sind das Skelette? Menschliche Skelette? Sie beten. Unten sind Skelette. Ich schaffe auch den Weg und wieder Brüste. Erstmal war es eigentlich kein Problem. Mal gucken. Ah. Ja, scheiß Knochenwichser. Lauf, Mathilde, lauf! Okay. Ambrosia, ich brauch Ambrosia. Übrigens beim ersten Tod da, ich war von denen eingezingelt. Ich konnte da überhaupt nichts machen, von wegen Heilung oder so. Ich hoffe, ich konnte auch nicht weglaufen, ich konnte nichts. Die waren einfach alle gemein. Ich verstehe. Nein, tust du nicht. Mist, mit heute Messer bringt gar nichts. So. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was für ein Tempel das ist. Da stehen immer noch drei Leute davor. Hallo, was seid ihr? Was könnt ihr? Du scheinst irgendein König zu sein. Sieht auf jeden Fall cool aus und ich bin weg. So, ich laufe auf jeden Fall einmal ganz kurz durch die Stadt und sehe, was zu trinken.
Gut, ich weiß immer noch nicht, was für ein Tempel das ist, aber alleine schaffe ich den nicht. Ja, ich bin jetzt gleich wieder vor den Toren der Stadt, also ich sehe schon die ersten blauen Zeichen. Also mir geht auch gerade so ein bisschen die Heilung aus. Ja, ich habe Durst. Ist noch nicht rot, aber ich werde den schnellsten Weg zum See suchen, damit ich da ein paar Schlucke trinke. Ups. Dann gucke ich, wo mein Zeug ist und dann kannst du mir zeigen, wo der Tempel ist. nicht der Tempel, ich meine Ja? Der Obelisk. Dass wir da schon mal zumindest da die Fundamente hinpacken können und ich meine Bettrolle da aufstellen kann. Dann setze ich mich hier hin und warte. Okay. Ja, macht ja keinen Sinn, jetzt in deine Richtung zu laufen. Ja, das stimmt. Wenn du eh hierher gleich willst. So, okay. Da so rechts hoch. Okay, cool, cool, cool. Dann entspannt erstmal, He-Man. So, dann switchen wir mal auf mein Bild rüber. Hallo, willkommen bei mir. Glaube ich jetzt auch richtig? Ja. Ich meine, das war ein schöner Flug, den ich gemacht habe. So ist es ja nicht, aber... Ach, bist du runtergefallen? Ja. Achso, du wurdest ja runtergeschleudert, ne? Ja. Und geschleudert ist genau der richtige Ausdruck. Und hier sind Viecher. Das haben Viecher so an sich. Das Doofe ist, dass ich an diesen Viechern vorbei muss, um zu meiner Beute zu kommen. Spannende Trommelmusik. Okay. Ich scheine ganz in der Nähe meines Loots zu sein. Bin ich denn hingeflogen? Also jetzt wäre Nacht tatsächlich praktisch, weil da sieht man das leichter leuchten. Ich muss irgendwie direkt davor stehen. Laut der Karte. Bisschen nach links. Da oben vielleicht? Ich habe hier keine Ahnung, wo genau ich hingeflogen bin. Soll ich mal mitkommen und suchen? Das wäre very nice. Also mir wird angezeigt, dass ich sozusagen gerade auf meiner Beute stehe. Deswegen ist das gerade so ein bisschen... Du bist ja von oben da auf den Weg gefallen, ne? Ich weiß nicht genau, wo ich hingefallen bin. Ich habe nämlich nicht gesehen, wo ich hingefallen bin. Ich weiß nur, dass ich demnächst was zu essen brauche. Ja, ich habe dich gefunden. Okay. Da, wo ich stehe. Haha, wo stehst du? Guck auf die Karte. Ich bin nicht auf so einer Plattform, ich bin hier auf diesem Weg, wo es runter geht. Gibt wahrscheinlich zwei. Bin ich doch gerade lang gelaufen. Ja, jetzt werde ich wieder verfolgt. Ah, ich lauf mal hoch. Ich habe das Gefühl, ich laufe da blöd drumherum und finde es nicht. Ich bin zu dumm. Ich sehe dich jetzt aber auch gerade nicht. Du müsstest da sein. Dreh dich da mal hin. Ja. Ich fühle mich so verloren. Ich sehe dich auch gerade. Ah, da, doch, ich sehe dich. Hier, komm mal her. Komm mal her.
Ich dachte, ich wäre da runtergefallen. Es ist Zeit für He-Man. So. Ah. Gleich wieder runter, rechts. Ah, es verkriecht sich. Oh. Ah, da bin ich. Und haben wir uns gefunden? Das geweihte Gut, was du da gefunden hast? Ich habe es mir nicht angeguckt, aber das war anscheinend ein Reisefortschritt. Ich muss mich gerade erstmal hier wieder ausrüsten. Wieso bin ich so extremst überlastet? Ich weiß es auch nicht. Du bist echt überlastet? Ja, 194% wird mir angezeigt. Hä? Ach! Und jetzt? Du bist doof, ey! Das ist aber cool, dass das angezeigt wird, dass du überlastet bist. Das ist auch richtig cool, das Gameplay, ey. Ja, dann zeig mir doch bitte einfach einmal, wo der Obelisk ist, Spielkalb. Erst dein Helm. Wenn das ein Reiseziel war, dann schmeiß mal kurz raus und heb ich mal, setze ich mir auch mal auf und dann schmeiß ich wieder raus. Rüstungswert 42 übrigens. Kannst du behalten. Ich will so einen Helm nicht haben. Das sieht doch voll doof aus bei dir. Ja, ich weiß, ich bin auch blond. Zack, also mir steht das wieder. Viel besser. Ja, das tut's. Ich nehme mal dein Herz mit, ne? Mach mal. Oder deine Haut und deine Ärmchen. Na egal. So, dann folge mir. Ich ziehe auch meinen legendären Helm demnächst wieder an, aber ich aus Style-Faktor-Gründen trage jetzt mal das Geweih. Haben wir unser Ziel ja eigentlich diese Folge erreicht. Wir haben den Obelisken gefunden. Ja. Und hier haben die Stadt so ein bisschen ausgekundschaftet. Ja. Die Frage ist nur, wo wollen wir hier einen Außenposten bauen? Erstmal möchte ich sehen, wo der Obelisk ist. Ja, zeige ich dir ja gleich. Aber da willst du nicht bauen. Nicht direkt dran. Okay. Für dich. Okay. So, hier einmal hoch. Und dann ab hier sieht man es schon quasi. Ui! Leertaste nicht vergessen. Und ich war auch ganz kurz überlastet durch dich. Du hast mich gerettet. Du hast mich ja, ich weiß. Ist das nicht nett von mir? Heute hat He-Man seinen sozialen Tag. So, dann aktiviere ich auch mal mein Armband da dran. Okay, ist eingestellt. Ja, also hier ist irgendwie alles auch uneben, ne? Man hat hier viel Stein, aber... Na, wir haben hier auch natürlich auch Bäume und wir haben hier Wasser. Ja, Salzwasser, wow. Kann man das trinken? Hast du probiert? Nee. Aber du kannst es gerne tun, wenn du möchtest. Auf den Fall, dass ich noch was stelle. Probier mal lecker Salzwasser. Kann ja nur gut sein. Klingt auf jeden Fall. Oh! Nein, 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 nein. Oh! Du hast da was angelockt. Hm. Wie stark ist der denn so? Schaffbar. Normal, würde ich sagen, oder? Aber jetzt gibt der doch bestimmt Salz, oder?
Steinkristall, Schwefel. Gut, ja. Das ist auch da der Schwefelsee. Ah! Bei mir heißt es aber zerschmetterte Quellen. Ja, ich weiß, das wurde uns als der Schwefelsee gedacht. Schwefelsee. Siehst du, nicht immer alles trinken, was man da so sieht. Ich habe ja noch nicht mal getrunken. Also Wasser ist hier nicht in der Nähe. Das heißt, wir müssen möglichst schnell einen Mitra-Brunnen bauen. Hier sind wir alles. Ah, hier ist eben aber alles voller Skorpione. Ein bisschen näher an Sepamo hätte ich es tatsächlich gerne. So ungefähr da in der Ecke, wo ich gestorben bin, vielleicht. Ja, da die Ecke war nicht schlecht. War die nächsten Folgen nämlich ein bisschen Zeit, hier mal so die Gegend zu erkunden. Jo, der Skorpion ist ja bestimmt ein Boss, da ist auch eine Truhe, sehe ich jetzt. Wir könnten auch da zu diesem coolen großen Baum. Ja, dann wächst es aber nichts mehr drumherum, das ist halt das Doofe. Ah, und da auf diesem coolen Absatz? Aber man könnte auf den Absatz, wo wir da waren. Ja, also der da direkt geradezu. Mal gucken auf dem Absatz. Ich weiß ja nicht, wie groß unser Außenposten werden soll. Ja, wir fangen erstmal klein an und dann wird der nach und nach größer werden. Oh, ich bin zu schwer. Hier müsste man dann natürlich eine Treppe hochbauen. Vermute ich mal. Ach, hier kommt man auch so drauf. Also ist jetzt nicht so das Riesending erstmal, aber das kann man ja dann erweitern. Und zwar am besten nicht in die Richtung, sondern in die Wüstenrichtung. Oh, du kannst auch einfach außen rumgehen, da kannst du dann noch so. Nein, ich will das jetzt hochklettern. Ich will. So. Naja, was willst du denn hier draufstellen? Ja, die Fundamente und die kann man dann ja erweitern. Also fassen wir mal zusammen. Wir haben hier oben eine Ecke mit Sklaven, ne? Also, dass wir die versklaven. Da reicht das hier auf jeden Fall nicht aus. Ja. Da kannst du gerade mal das Sklavenrad hier hinstellen. Ist das wir voll. Können auch da unten auf der Ebene. Warte, ich laufe mal vor. Ja. Ja. Aber. Ja, aber da hinten ist das Eisen, das würde ich eigentlich noch haben wollen. Wir ja, deswegen uns ja auch mal. Hier auf dieser Ebene, weil hier ist ja gerade so gar nichts. Man muss ja nicht Richtung des Eisens bauen. Ja, darum. Deswegen dachte ich hier so dann. Mal oben war, glaube ich, zu eng oder so, ne? Müsste man mal schauen. Ich gehe nochmal ganz kurz hoch. Ja, ich gucke hier nochmal auf der anderen Seite. Weil da war eine schöne Eisenececke. Da muss man nicht so weit laufen. Kurze Wege sind immer gut. Also hier ist ein bisschen Eisen. Hier ist ein bisschen Kohle, aber unten war auch noch eine ganze Menge. Also hier könnte man es natürlich auch nutzen. Ich meine, so ein bisschen Eisen und Kohlebrocken würden dabei draufgehen. Aber ginge auch. Ich sehe dich zwar gerade nicht. Wie sieht's da denn bei dir mit dem Platz aus? Da unten rechts. Hier so. Nee, du bist weiter links. Da wo der Weg ist quasi, oder was? Warte, auf welchem Ding stehst du denn? Du bist ja den Weg hoch und danach rechts oder links, ne?
Wir können auch da oben machen, dann sind wir näher an der Stadt. Ja. Oh, dann komme ich schon mal zu. Ich meine, hier oben ist auch ein größeres Plateau. Man könnte es ja auch so machen, dass man hier an diesem Plateau hier baut, alles begradigt. Da haben wir ja eigentlich genug Platz und zur Not können wir hier vorne raus. Ja, dann kommt hier eine Mauer, damit sie nicht falls sie doch mal angreifen. Ja, aber dann renn er jetzt nicht weg. Ich mache mich nämlich jetzt auf den Weg zu dir. Dann stellen wir das da auf und dann stelle ich da meine Faserbettstatt hin und dann nisten wir hier. Ja. Genau. Und werden dann in den nächsten Folgen erstmal so eine grobe Zwischenbasis aufstellen. Mhm. Alter, ey, leck mich doch im Arsch. Ich habe keinen Bock, jetzt gerade zu kämpfen. Wo will nämlich was angreifen? So. Andere Seite. Riesenskorpion hinter dir. Ja, wenn wir hier erstmal anfangen zu bauen, dann verschwinden die Viecher auch. Ah ja, doch, das können wir doch gut ausbauen hier. Ne? Ja, machen wir erstmal den Skorpion da. Und... Okay. So, dann... Dann haben wir doch echt ein schönes neues Bauprojekt. Ja. Dann fange ich hier einfach an. Na, wir müssen erstmal genau alles eine Ebene kriegen. Ja. Ist ja cool, wenn ihr nicht auf meinem Ding rumlauft. Machen wir. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, liken, kommentieren nicht vergessen. Und ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.